zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir haben jetzt ein nächstes Kartengebiet, Wabi, vor uns. Wir werden auch noch ein bisschen Halloween machen, aber für die heutige Folge gehen wir storymäßig weiter voran. Und zwar ersucht Truppmarschall Olori Ogun um Hilfe. Dafür müssen wir nach Wabi. Heißt, wir kommen in die vierte Karte. Und Wabi ist auch eine so schöne Karte. Eher wüstig. Schon sehr groß, meiner Meinung nach. Wir haben hier auch, wie gesagt, Kalkatorik viel. Und ja, wir haben hier auch den offiziellen richtigen Eingang zu den Schlachtzügen, zu den Raids. Und zwar von Schlüssel von Ahdashin. Ich würde sagen, wir bleiben auf unserer Himmelsschuppe. Man kann hier natürlich auch super bequem Raptor. Hätte ich Informationen, die euch sicher interessieren. Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Agentin Hamm, hier. Der Orden der Schatten verfolgt mit großem Interesse, was ihr in der Region erreicht habt. Angesichts unserer gemeinsamen Feinde betrachten wir euch als wertvolle Stütze, wenn nicht gar als Verbündete. Aber wir haben Bedenken. Tatsächlich? Vermutlich seht ihr euch hier um und denkt, dass es den Eloniern besser erginge, wenn sie so schnell wie möglich aus Jokos Tyrannei befreit würden. Aber ihr müsst verstehen, wie knifflig die Lage in Wabi ist. Na gut, dann lasst mal hören. Soweit südlich der Wand ist. Der Wand ist es anders. Die Leute hier leben seit Generationen unter Jokos Herrschaft. Er ist ihr König. Sie glauben, er sei praktisch ein Gott. Also sie haben eine Gehirnwäsche hinter sich. Es geht über bloße Indoktrinierung hinaus. Sie haben ihr gemeinsames Leben an der Seite der Erweckten geführt. Sie betrachten sie als Freunde und Familienmitglieder, was für viele von ihnen im wahrsten Sinne des Wortes auch zutrifft. Sie haben ein freundschaftliches Verhältnis zu den Erweckten. Allerdings, in der wabischen Kultur gilt die Erweckung als Belohnung für Jokos Getreue. Man füttert sie nicht, man fürchtet sie nicht, man erstrebt sie. Erweckt zu werden, um Joko zu dienen, wird als eine Ehre angesehen. Okay, das hört sich ziemlich crazy an. Das ist schwer zu begreifen. Denkt darüber nach, seit ihrer Kindheit bekommen all diese Leute beigebracht, Palawa Joko zu verehren. Erweckte zu werden, ist Teil des Kreislaufes aus Leben und Tod, den Joko kontrolliert. Für sie ist er allmächtig. Das klingt, als hätten sie jeden Bezug zur Wirklichkeit verloren. Das ist ihre Wirklichkeit und ich verstehe die Anwandlung, sie wie eure Feinde zu behandeln. Aber ich möchte euch davor warnen. Sie sind weder gefährlich noch böse. Sie sind unschuldig und haben es verdient, beschützt zu werden. Solange sie uns nicht angreifen, sehe ich überhaupt kein Problem da drin. Ne? Dann lasst sie uns aus Jokos Herrschaft befreien. Es ist nur nicht ganz so einfach. Die Rettung dieser Leute könnte eine ausgeklügelte Herangehensweise nötig machen. Möglicherweise müsst ihr ihnen einige ihrer Irrglauben lassen, sonst könnte die gesamte Region zusammenbrechen. Oh mein Gott, okay. Natürlich wollen wir, dass Jokos Regime gefällt, wenn die Zeit reif ist, aber es muss etwas geben, das an seiner Stelle treten kann. Andernfalls riskiert ihr ganz Elona in völligen Chaos zu stürzen. Seht mal, wir wissen beide, dass es alles andere als ideal ist. Aber wir können keinen Krieg an mehreren Fronten führen. Geschmiedete und Gebrandmarkte müssen aufgehalten werden. Jokos Weg ist unsere beste Chance und der einzige, den die Leute hier kennen. Sie hat nicht ganz Unrecht. Ich werde Ihnen helfen, ihn zu finden. So, genug geschwatzt. Wir haben mit Agentin Hamna heißt sie, gequatscht. Wir hätten mit Taimi hier noch so einen Spot, aber wir haben mit Taimi ja gesprochen. Wir müssen jetzt weiter. Und ja, trefft eure Gildenkameraden im Lager der Truppmarschall in Venheni. Wir haben hier allerdings eine Wegmorke. Die holen wir uns als allererstes. Und in die Richtung müssen wir weiter. Wir haben hier wieder super schöne Nachschubeinsatz auch. Ich meine, wir haben hier aber auch Greifen
Herausforderungen, die sind sehr, sehr cool. Gerade zum Greifüben kann man sich da an bestimmten Orten sehr, sehr gut ein bisschen Training aneignen. Und da vorne ist jetzt unsere Instanz. Ich sehe das grüne Sternchen schon. Wollen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ah, aber wartet. Tada! Schaut mal, wie cool. Ridlock. Konnte jemand etwas Nützliches über den Truppmarschall in Erfahrung bringen? Der Orden der Schatten sagt, die Geschmiedeten hätten seine Ausbildungseinrichtung hier schon mehrfach angegriffen. Truppmarschall Ogun und die Geschmiedeten schätzen sich also nicht sehr. Wenn wir die Sache Ogun als Rache gegen Balthasar verkaufen, macht er vielleicht mit. Wenn wir ihn davon überzeugen können, dass der Archon jemand ist, der das hinbekommt. Okay, wir haben neue Instanz. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ich weiß, dass das irgendwas mit Mumien zu tun hat. Ich meine, wir haben auch bestimmte Erfolge, die wir wieder erledigen dürfen. Aber erstmal zu meinem PNG. Es ist Halloween-Zeit, wie schon erwähnt. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit in Halloween mit in Guild Wars mit Halloween. Und passend zur aktuellen Zeit habe ich mir gedacht, komm, gibt es für jedes Video einen anderen PNG. Heißt, wir haben jetzt drei Folgen, wo wir Halloween verkleidete PNG-Tubes von mir haben. Ich freue mich schon drauf und würde sagen, wir legen direkt los, damit nicht zu viel Zeit vergeht. Zack, packen wir uns Food rein, dass ich weiß, wie lange wir haben. Oh, das sieht richtig cool aus. Archon, willkommen. Eure Gegenwart ehrt uns. Ich bringe Befehle direkt von seiner überaus hartnäckigen Hoheit König Pallava Joko und nur für die Ohren des Truppmarschalls. Jawohl, Herr, folgt mir. Okay, das hat schon mal geklappt. Da sind diese komischen Teile. Da sind sie, da sind sie. So, und da ist Truppmarschall Olori. Okay, wir sind die Ekolo, erwähnt du schon, ihr kämpft vielleicht vorbei. Dann wisst ihr auch, dass König Joko mich beauftragt hat, seine Armeen zusammenzurufen und gegen Balthasar zu führen. Und ich kann mir nichts Ehrenvolleres vorstellen, als dem berühmten Archon in den Kampf zu folgen. Leider haben die Geschmiedeten eine gigantische Gießerei in der Nähe und ein Portal, über das der Nachschub für ihre Reihen läuft. Wenn ich jetzt gehen sollte, würde niemand mehr im Auge behalten, was an Soldaten und Vorräten hinein- und herausgebracht wird. Warum habt ihr die Gießerei nicht einfach angegriffen und das Portal zerstört? Das hier ist ein Ausbildungslager. Für den Angriff auf ein so großes Ziel fehlt es mir an erfahrenen Soldaten. Wenn ich eure Arbeit für euch erledige, indem ich das Portal finde und zerstöre, hättet ihr keinen Grund mehr, mir nicht in den Kampf zu folgen. Archon, wenn ihr das mit diesen Rekruten schafft, würde ich euch in die Unterwelt und wieder zurückfolgen. Das ist meine Aussage. Vielleicht nächstes Mal. Schaut diesmal einfach zu, wie die Mondsicheln das hinkriegen. Und dann fangt an, eure Sachen für Kodash zu packen. Ich konnte diesen Rekruten bisher nur die grundlegendsten Kampfbefehle beibringen. Ja. Die Geschmiedeten haben viele meiner Rekruten entführt. Wenn ihr drin welche seht, holt sie bitte heraus. Ich brauche jeden, den ich kriegen kann. Ich schlage vor, ihr seht aus der Sicherheit eures Lagers zu und lernt. Vielleicht macht euch eine Horde leerer Rüstungen dann das nächste Mal nicht so viel Angst. Okay, wir haben vier Skills, die wir benutzen dürfen. Hiermit können wir die Mumien zusammenrufen und dass sie uns folgen. Hier kann eine bestimmte Position einnehmen, um die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zu lenken. Hier greifen sie an mit leichtem Schaden, aber mit einer Entfernung zum Gegner. Und man muss den gedrückt halten, damit alle Mumien das machen. Okay, befehligt, eine Mumie herbeizustürmen und Ziel anzugreifen. Mittlerer Schaden haltet, um mehrere Mumien zu schicken. Okay, das können wir ablegen und wieder zu unseren Waffen wechseln. Wir müssen, schaltet 10 Geschmiede mit einer einzigen Mumienbombe aus. Wie geht denn das? Okay, das sind die hier mit 5. Dann Vamonos, Leute. Das sieht so lustig. Ah, das sind ja auch noch welche. Entschuldigung, Deutsch hätte ich jetzt fast vergessen. Der sieht so lustig aus. Okay, kommen unsere Kollegen mit oder kommen die nicht mit? Nein, ich muss das schaffen, was Ogun nicht gelungen ist mit diesen Rekruten. Ja.
Okay. Also müssen wir alleine. Wir haben aktuell 4. Ich hoffe, wir kommen auf diese 15. Wie heißt der Erfolg? Mumienlegion. Steht, befehligt mindestens 15 Mumien. Ah, hier haben wir einen Skill. Hier unten steht es, da ist so eine Hand und da steht eine 4 bei. Heißt, wir können daran sehen, okay, wie viel Mumien wir gerade befehligen. Ich würde sagen, wir lassen den erstmal beiseite und wechseln zu unserer normalen Fertigkeit. Damit wir ein bisschen besser so und so. Ja, wo geht der denn hin? Genau, weil so können wir die am längsten oben behalten. Da haben wir auch noch was. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt immer den richtigen Knopf drücke. Da sich auch die herbeirufen kann und immer wieder macht, besteht der Nahkampfangriff. Okay. Ihr Hübschen. Macht mal. Los. Und ich mach den hier. Okay. Los, greift ihn an. Greift ihn an. Ich unterstütze euch auch ein bisschen. Und jetzt den da. Los, 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 los. Okay, das hat funktioniert. Da ist jemand. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Fieder. Wir haben noch 4, okay. Und da kriegen wir weitere. Jetzt haben wir 6 Mumien hinter uns herrennen. Ah, guck mal, die sind längst am Tor. Die wissen genau, wo sie lang müssen. Ja, die sind aber flott. Wow. Wir und unsere Mumienarmee. Das sieht so lustig aus. Nee, das sieht fancy aus. Haben wir jetzt welche? Nee, okay, scheint es nur, wenn die wieder sterben sollten. Dann, was hast du? Nahkampfangriff, immun gegen Nahkampfangriffe. Okay, so wenn die dieses Schild haben, dieses, müssen die Mumien von der Ferne aus angreifen. Und jetzt dürfen sie, glaube ich, hin, ne? Ja. Das ist cool. Das macht richtig Spaß. Ich bin zwar nicht so der Apokalypsen-Typ, aber die Folge kommt perfekt zu Halloween. Also was beschwere ich mich? Was müssen wir da auch lang? Das erklärt, wie Balthasar in der Lage ist, so viele Truppen und Kriegsmaschinen so weit im Süden zu unterhalten. Da oben auf dem Laufsteg ist das Portal. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie das mit dieser Mumienbombe geht, aber okay. Wenn wir das mit den 15 Mumien vielleicht... Hallo, warum rennt ihr einfach los? Leute... So vorbereitet war ich nicht mal. Ich renn einfach los. Hallo, hier. Zurück. Zurück. Okay, gibt mir eine Sekunde. Okay. Lass mich mal kurz die durchgucken. Okay, wir haben einer, der wird 100 pro wahrscheinlich gleich sterben. Aber wir haben hier neue. Nahkampfangriff, Nahkampf. Die wechseln wahrscheinlich. Und der... Ach, mal da unten. Der hat sein Schild. Hallo! Hier runter! Runter! Ich glaube, wir machen erst hier unten. Ja. Ah, guck mal, die können hier sogar durch. Das ist cool. Könnt ihr jetzt hin? Ah, okay. Cool. Dann haben wir die Plattform schon. Dann können sie uns nicht von hinten attackieren. Macht sie schön kaputt. So. Machen wir den. Rennt mal dahinter. Macht das Ding kaputt. Und dann machen wir jetzt normale Angriffe. Okay. Wir haben noch 6 Stück aktuell. Ey, das ist so lustig. Ich finde es mega. Jetzt haben wir 9 Stück, okay. Unsere Horde an... Da haben wir unsere Armee.
nicht die richtige, die wir am Schluss haben wollen. Kommen wir hier weiter? Nee, ne? Wir müssen jetzt, glaube ich, nach unten, ne? Da oben. Haben wir noch ein bisschen was? Oh, beinahe vorbeigelaufen. Da ist nichts. Aber wir haben hier so Teile. Attacke, Leute. Ich helfe euch ein bisschen mit meiner Überladung. Und denen auch, komm. Wenn wir jetzt schon hier sind, nicht, dass die uns von hinten angreifen. So, mitkommen. Wir gehen nach oben. 9 Stück haben wir noch. Okay, bisher schaut es gut aus. Macht sich schön kaputt. Schnee, 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 Schnee. 8 Stück. Eine haben wir verloren. 19, dann haben wir 11. Okay, Leute. Los. Macht sie schön kaputt oder bleibt ein bisschen hinter mir. Das ist auch vollkommen okay. Hauptsache 8 Stück. Okay, bisher haben wir noch alle. Unsere nächsten 11 Stück. Wir brauchen noch 4. Dann haben wir die 11, die 15. Das sieht so lustig aus. Rennt der woanders hin? Okay, was ist hier? Oh. Okay. Macht den und da oben. Los, rennt hin. Los, 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 los. Dürfen wir ihn jetzt angreifen? Ja. Nice. Cool. Los, angreifen. Macht ihn kaputt. Schnell, 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 schnell. Ja, nice. Das läuft ja wie im Schnürchen. Das läuft ja wie im Schnürchen. Noch 2 Stück, dann haben wir es. Wie die da alle rumwuseln. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Elite und wir haben hier wieder so einen Schildgenerator. Ich würde sagen, wir schicken die auf den Schildgenerator. Und da ist das Portal. Das dürfen wir aber noch nicht kaputt machen. Ah, jetzt müssen wir es, glaube ich, so machen. Oder? Ja. Oder? 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 Ich muss mich kurz wiederbeleben. Okay. Das sieht so lustig aus. Das sieht so cool aus. Den müssen wir auch noch besiegen. Dann müssen wir noch die letzten Mumien finden. Und 15 befehligen. Eine haben wir verloren. Ich glaube, ihr müsst wieder von der Ferne aus angreifen, ne? Testen wir mal mit einer. Ja. 6 Stück nur noch. Mist. Greift den mal an. Okay. Los, Leute. Stopp zurück. Wir brauchen mehr Mumien. Wir brauchen mehr Mumien, 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 weil die langsam alle sterben. Und wir müssen immerhin 15 Mumien befehligen. Oh ne, hier haben wir keine. Schade. Okay. Wo haben wir welche? Hier haben wir. Ja, guck mal, da sind wieder 10. Haben wir dann. Okay. 11. Komm, wir holen uns die hier auch alle noch. Auf. Attacke. Attacke, ihr Süßen. Genau, macht sie alle fertig. Und ich renne für euch so nochmal durch. Genau. Ja, cool. Haben wir hier unten Mumien? Da haben wir noch eine Mumie. Okay, dann würde ich sagen, holen wir uns einfach alle Stück für Stück und machen die ganze Plattform mal leer. Ja, nice. Wir haben
14. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Ja, eine. Eine Mumie noch. Eine Mumie noch. Okay. Den müssen wir, glaube ich, angreifen. Macht die mal kaputt, bitte. Den anderen auch. Komm, wenn wir jetzt schon hier rumwuseln. Haben wir hier eine Mumie? Nein, okay. Eine Mumie brauchen wir noch. Eine Mumie. Ich hoffe vielleicht, dass da oben wieder welche gespawnt sind, eventuell. Wir gucken mal. Das sieht so lustig aus. Und wie sie sogar alle in Reihe und Glied stehen. Wie nice. Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall lang. Da war nämlich das Tor. Oh, da hinten sind neue. Aber vielleicht haben die ja auch ein paar Mumien uns geklaut. Eine brauchen wir noch. Eine brauchen wir noch. Hier. Schön angreifen. Schön angreifen. Okay. 13. Mist, wir haben wieder eine verloren. Nein. Okay, hier waren wir. Ich brauche Mumien. Ich brauche Mumien. Ohne Mumien kein Erfolg. Aber da hinten sind noch Bösewichte. Da ist das Portal, was wir schlussendlich zerstören müssen. Können? Da ist eine Mumie. Nummer 14. Es gibt keine Trennung. Okay, das hat geklappt. Ich hab sogar alle noch. Da sind letzte Mumien. Okay. Attacke, ihr Süßen. Macht ihn kaputt. Schnell. Und hinten auch. Ja, wir haben ihn. Cool. Nice. Also das geht. Wenn man sich in Geduld übt, einmal komplett überall lang wuselt, alle platt macht. Und jetzt müssen wir diese schaltet 10 Geschmiedete mit einer einzigen Mumienbombe. Mein Gott, ich kann es selbst nicht mal richtig sagen. Wieso können wir den nicht angreifen, den Fritzen? Ah, hier hinten müsst ihr hin. Greift das Teil an. Genau, und jetzt dürft ihr ihn angreifen. Oder? Oder wieder frontal? Ja. Juhu! Oder. Hä, der lebt ja immer noch, der Fritze. Jetzt ran. Okay, 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 okay. Es wird. Wir haben eine Mumie nur verloren. Hier macht den auch mal schnell kaputt. Genau, sehr gut. So, wir müssen. Wo war unsere Plattform? Wo war unsere Plattform, wo wir hin müssen? So. Ich fliege einmal. Ihr bleibt hier. Okay. 14 Stück haben wir noch. Schaltet 10 Geschmiedete mit einer einzigen Minimumbombe aus. Also ich habe leider keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir haben immerhin einen. Und jetzt machen wir dieses Portal kaputt. Das sieht so cool aus, wie sie da mitmachen. Okay. Jetzt müssen wir... Oh, sie sind alle tot, die Geschmiedeten. Die Frage wäre halt jetzt, hätte man den Erfolg auch bekommen, wenn man das Portal zerstört hätte? Dann sind ja alle Geschmiedeten tot. Oder nicht mal lebendig, wenn sie überhaupt lebendig waren. Und dann auf Mumienjagd gewesen wäre, ob es dann natürlich einfacher gewesen wäre. Aber das könnt ihr ja gerne mal testen, wer den Erfolg noch nicht hat. Und schreibt es mir dann mal gerne in die Kommentare. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Okay, ich hätte vielleicht eher erstmal gucken müssen, ob wir gleiten dürfen. Bevor ich jetzt hier mich einfach in den Tod halb stürze. Da ist er, der Sehr Dude. Beeindruckend, Archon. Ja. Euer Ruf als Anführer und Stratege ist eindeutig wohlverdient. Wo sind denn die ganzen Mumien ich jetzt hin? Ich habe die Verstärkung der Geschmiedeten verlangsamt. Aber um sie endgültig ausschalten zu können, muss Balthasar dran glauben.
Genau. Ein würdiges Ziel, eines, bei dem ich euch gerne helfen werde. Nice, ihr cool. Ihr könnt auf mich und meine Soldaten zählen. Versammelt eure Truppen und trefft mich außerhalb von Kodash. Sobald ich die gesamte Streitmacht Jokos befehlige, wird der verstoßene Gott fallen. Okay. Stoßt wieder zu euren Gildenkameraden. Okay, das hat soweit funktioniert. Da haben wir sie stehen, unsere Gildenkameraden. Das war wirklich cool. Also das, wenn nicht so der Erfolgstyp ist, sollte es trotzdem mal machen. Ich gebe es ja nicht gerne zu, aber so unangenehm Kashmirs Illusion auch ist, zu funktionieren scheint sie. Auf jeden Fall. Na gut. Wie wäre es, wenn ihr drei das nächste Mal die Erweckten spielt und ich euren Char gefangen? Netter Versuch. Knuddel. Wehe, das geht nicht wieder ab. Fehlt nur noch ein Marschall Jokos. Sollen wir uns aufteilen und uns nach Feldmarschall Iranko erkundigen? Auf jeden Fall. Diesmal hat es geklappt. Formieren wir uns in der Nähe der Nekropole neu. Alles klar. Okay, cool. Das hat echt funktioniert. Das war super cool. Man sollte es auf jeden Fall mal gemacht haben. Dann gehen wir mal zum nächsten über. Hier hinten Feind meines Freundes. Okay. Auf geht's. Und schaut euch den Himmel mal an. Ist das nicht wunderschön? Das sieht so richtig toll aus. Auch die Wolken da, mega. Okay, wir haben hier rechts eine Wegmarke, die würde ich als erstes holen. Und oh, und hier ist irgendein Event. Aber wir holen uns jetzt erstmal die Wegmarke. Da unten ist okay. So, und jetzt müssen wir hier lang. Nee, bisher, mir macht es immer noch total Spaß. Also gerade die Geschichte, ich bin so ein Story-Typ. Ich spiele das lieber als irgendwo über die Karte irgendwelche Bosse zu kaputt zu kloppen. Dann lieber doch Story und so ein bisschen was erfolge man. Das ist eher so mein Ding. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du so machst bei Guild. Oh, Batti, pass auf, Schatzi. Pass auf. Sonst rutschst du hinter die Couch. Nicht weg. Ne? Nicht weg. Ja. Ah, da ist Cass. Habt ihr Riplock oder Kanach gesehen? Wie sie sich direkt verwandelt. Knuddel und Kanach sind schon da. Knuddel. Sie wollen die Verkleidungen loswerden, also sind sie schon zu Irankos Lager aufgebrochen. Ja. Okay. Ich vermute mal, wir müssen da lang gehen, wo Cass jetzt herkam. Archon, eure Gesandten treffen sich gerade mit Feldmarschall Iranko. Iranko. Meine Gesandten? Gesandten? Ich hätte sie nicht alleine losziehen lassen dürfen. Okay, unsere Gesandten haben scheint schon mal ein bisschen Auskunft gegeben, worum es geht. Ich hoffe, sie haben sich nicht verplappert. Ich grüße euch, Archon. Eure Repräsentanten und ich unterhielten uns gerade über die Situation mit Balthasar. Ja. Verstehe, wie anmaßend von Ihnen. Vergebt uns, Archon. Wir wollten nicht respektlos sein. Das ist so gar nicht Shridlock. Wir wollten die Dinge nur beschleunigen, Archon. Bastarde. Wenn ihr euch noch einmal daneben benehmt, bringe ich euch beide wieder in das Grab, aus dem ich euch gezogen habe. Und jetzt fort mit euch. Das ist so total untypisch für unsere Gruppe. Dass ihr die Versammlung beim nächsten Mal, wenn Joko euch seinen Archon zur Besprechung schickt, nicht schon eröffnet, bevor er eingetroffen ist. Ich versichere euch, Archon, es kam nichts von Bedeutung zur Sprache. Sie hatten im Übrigen eine sehr hohe Meinung von euch. Sie prahlten mit euren überragenden Reitkünsten. Okay. Ich denke natürlich immer gerne, dass meine berittenen Truppen ohnegleichen sind. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, zu zeigen, was euch so überragend macht? Zweifelt ihr etwa an meinem Können? Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ein berittener Soldat muss über mehr verfügen als gute Reitkünste. Das ist mir schon klar. Der nekromantischen Aussaugung ist wesentlich, wenn ihr euch Balthasars Horde stellen wollt. Nekromant was? Wie das geht, wenn eure Soldaten die Technik meistern können, wie schwer kann sie dann schon sein? Ihr seid zu gütig, Archon. Hier entlang, bitte. Wie heißt das? Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Irgendwie sowas? Okay, die ist ganz schön flott. Es wäre mir eine Ehre,
euch durch die einfachsten unserer Fertigkeiten zur nekromantischen Aussaugung zu führen. Gerne. Sitzt als erstes bitte auf und begebt euch auf die Koppel. Ja. Nähert euch einem der Tiere, während ihr reitet, und ihr werdet spüren, dass euch der Griff des Joko zur Verfügung steht. Benutzt ihn. Okay. Indem ihr eurem Ziel das Leben abzapft, könnt ihr euer Reittier unnatürlich schnell machen. Meine Truppen setzen diese Fertigkeit zum Zähmen der Teilbestie ein. Okay. Dann kommt bitte mit. Ja. Wenn ihr nur halb so viel Überzeugung aufs Schlachtfeld mitbringt wie auf mein Gelände, dann freue ich mich auf unseren gemeinsamen Kampf mit Balthasar. Gemeinsam? Vielleicht haben meine Gefährten sich in meiner Abwesenheit irrtümlich ausgedrückt, denn Joko höchst selbst gewährte mir alleinige Befehlsgewalt über seine Armeen. Wenn ihr Oguns wankende Infanterie oder Ekolos Würmer anführt, durchaus. Aber ich habe eine Spezialeinheit, die besonderes Können erfordert. Mhm. Als Archon bin ich es nicht gewohnt, um Befehlsgewalt vorzusprechen. Und als Anführerin dieses Trupps bin ich nicht gewillt, meine Leute durch die Unfähigkeit anderer abschlachten zu lassen. Doch weil ich die Wünsche unseres geliebten Königs Joko respektiere, will ich euch Gelegenheit geben, euch der Übernahme des Kommandos als würdig zu erweisen. Mhm. Ich habe eine Prüfung, die das Können meiner Leute misst. Noch eine. Wenn ihr die Rundstrecke der Talbestie schafft, werde ich euren Wunsch überdenken. Okay. Wenn ich also versage, habt ihr immer noch die Ehre, gemeinsam mit dem Archon zu kämpfen. Aber wenn ich Erfolg habe... Ja. Die Geschichte zeigt, dass ihr Führungskräfte besitzt. Wenn ihr die Bestie dreimal mit dem Griff des Joko fangen könnt, werdet ihr eure Reitkünste beweisen. Um mit der Bestie Schritt halten zu können, müsst ihr Kreaturen in der Umgebung Leben abzapfen. Für geübte Reittiere gibt es auch einige Abkürzungen. Dieses ganze Geschnatter. Es wäre schneller und einfacher gewesen, wenn ich euch einfach die Herrschaft über eure Truppen entzogen hätte. Nun gut, Archon. Wenn ihr bereit seid zu beginnen, tretet einfach durch dieses Portal. Die lässt aber auch nicht mit sich diskutieren. Fangt die Talbestie 5er während einer einzigen Runde. Müssen wir das mit... Welches Reittier? Ein Raptor. Was dann? Okay, ein Raptor, den haben wir. Also ich habe gerade keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir betreten das Portal jetzt einfach. Ja. Wie immer, Feldmarschall. Wo müssen wir lang? Wirkt einander. Ach Gott. Oh mein Gott. Okay, das wird lustig. Das wird lustig. Oh mein Gott, sind wir schnell. Wow, okay. Geschafft. Einmal haben wir's. Jo, warum bist du auf einmal so schnell? Aufgeladen. Und können wir es nochmal machen? Ja. Und zwei. Zweites Mal. Das ist viel schnell. Halleluja. Alter, ist das Ding schnell. Halleluja. Sie hat nur drei verlangt, aber ich glaube, ich schaffe auch mehr. Dann machen wir mehr. Ja, wo rennt die denn hin? So schnell kann ich die gar nicht einholen. Und vier. Vier.
Hat das was mit diesen Kristallen da zu tun? Alter, ist die schnell. Die hole ich nicht ein. Okay. Und fünf. Das haben wir. Okay. Ihr seid Jokos Vertrauen wahrhaftig wert. Ach, da hinten ist. Solche Fertigkeit habe ich nicht mehr bewundern dürfen, seit seine Eminenz einst 6 Hydras zusammenspannte, ja, um diesen abtrünnigen Turai Ossa zu jagen. Okay. Ich freue mich darauf, euch und die anderen zum Sieg über den falschen Gott zu führen. Das wird ein glorreicher Tag werden. Zu Ruhm und Ehren von Pallava Joko, der Geißel von Wabi. Haben wir den Erfolg jetzt bekommen? Nee, ich glaube nicht, ne? Da ist unsere Truppe. Großartige Arbeit, Cass. Jetzt sind es 3 von Jokos besten Marschällen, die uns in den Kampf folgen. Habt ihr etwas gehört? Hat der mächtige Archon etwa zu uns schmutzigen Bastarden gesprochen? Ich habe da vielleicht etwas übertrieben vorhin. Vielleicht sollte der Archon unsere Marschbefehle in einer höheren Tonlage pfeifen. Bringe ich euch beide wieder in das Grab, aus dem ich euch gezogen habe. Meint ihr das ernst, Kommandeur? Schon gut, aber es hat doch funktioniert. Zeit, uns auf den bevorstehenden großen Kampf zu konzentrieren. Bald. Ja. Trefft eure Vorbereitungen, was sie auch sein mögen. Und dann treffen wir uns wieder im Bazar von Kodash. Okay, wow, das war auch cool. Also ich denke, wenn man das bisschen übt, kann man da gut das mit diesem 5-mal schaffen. Was haben wir hier? Tribut der Kriegsmarschall. Versteinerte Wurmspur. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge war's das. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir freuen. Wenn du ganz neu mit bei sein solltest, dann vergesst auf jeden Fall die Glocke nicht, damit du weitere Videos nicht verpasst. Sehen wir uns im nächsten Part wieder mit diesmal einem anderen passenden Halloween-PNG-Tube. Bis dann. Ciao, ciao.